Beim Spiel des SV Strasswalchenens begegnen SV Liefering zunächst einmal die Gäste am Ball. Die Gäste in den Orangenressen verlieren den Ball an die im Blau spielen, können sich noch zurückerobern, jetzt aber wieder die Gastgeber. Flanke über links und Tor 1:0. Herrlich herausgespielt, keine Chance für Kevin Meyer im Tor der Lieferinger, da irgendwas zu machen. Wieder die Gastgeber am Ball, verlieren ihn an die Lieferinger und Rückpass zum Gastgeber-Goalie. Weiter Abschlag, jetzt wieder die Lieferinger, versuchen es. Jetzt kommt ein Torschuss und herrliche Parade des Goalies des SV Strasswalchen 1b. Wieder die Gastgeber. Schöner Versuch. Jetzt kommt die Flanke, dieses Mal von rechts. Der Stürmer wird nicht attackiert und so ist es kein Wunder, dass der Ball im Tor von Kevin Meyer landet, der sich natürlich darüber ärgert. Irgendwie verständlich. Jetzt wieder eine gute Aktion. Neuer Versuch, wieder der SV Liefering versucht es über die rechte Seite. Schuss und Tor! Lako Djokic verkürzt auf 1:2 aus Sicht der Gäste. War ein herrlicher Treffer, keine Chance für den Goalie des SV Strasswalchen 1b. Und dieses Ergebnis ist auch der Halbzeitstand in dieser Begegnung. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Zunächst einmal, da ist Verliefering am Ball. Jetzt Versuch über die Flügel, geht wieder zur Mitte zurück. Die Lieferinger lassen den Ball in ihren eigenen Reihen laufen und machen jetzt mal einen Torschuss, den allerdings der Goalie des SV Strasswalchen 1b abwehren konnte. Neuer Versuch der Gäste. Flanke. Jetzt wieder eine Flanke und auch dieses Mal konnte sich Kevin Meyer auszeichnen. Herrliche Parade, war nicht so einfach, wie es aussah. Jetzt wieder die Gastgeber. Laufen hier alleine auf den viel zu weit weg. Schuss und Tor! Auch dieses Mal wäre es sehr gut gewesen, wenn man als Tormann auf den Schützen geht und ihm so die Möglichkeit nimmt. Wir befinden uns in der Schlussphase. Neuer Versuch. Immer noch ein Rückpass. Wird hier gefoult. Aber es war außerhalb vom Strafraum. Es gibt keinen Elfmeter. Der SV Strasswalchen 1b verdient mit 3:1 diese